Oh je. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Nö. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ach du Scheiße. So, warte mal. Jetzt machen wir es mal richtig rum. Also, plündern wir mal die beiden Automaten. Huch. Dahinter war sogar gerade ein Dings gewesen. Dahinter war gerade sogar ein Lockpick gewesen. Ist ja der Wahnsinn. Okay, Munition haben wir. Außer für unser... Für unser Karabiner. Da können wir mal eben Karabiner-Munition holen. So. Und... Was haben wir hier? Ladung freischalten. Das ist interessant. Was haben wir denn hier? Soghilfe. Erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Das ist geil. Das will ich haben. Das will ich definitiv haben. Was haben wir denn noch? Ladung. Mhm. Ladung freischalten. Ladungshilfe. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Boah, das ist ja geil. Das können wir uns gar nicht leisten. Zweimal. Also wir müssen erstmal hier. Obwohl doch, dürfte reichen, oder? Warte mal, anschließen. Kostet anschließen. Nee, 1600 können wir nicht. Ah, verdammt. Müssen wir ein bisschen sparen noch. Will ich haben auf jeden Fall. Will ich definitiv haben. Ich würde sagen, wir sparen noch ein bisschen. Und dann anschließend holen wir uns das demnächst am Automaten. Das klingt nach einem Plan. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, nehme ich alles mit. Oh. Machen wir hier offen, Elisabeth. Wir haben 17 Lockpicks. Da oben liegt. Ah, guck mal. Komme ich da rauf? Erledigt. Ja, ja, ja. Hä, wie komme ich denn da rauf? Achso. Schon dabei. Achso. Ich drücke mal die falsche Taste. Es tut mir leid. Ja, sehr schön. Neue Hosen. Der letzte Mann. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Boah, das ist geil. Ich vergleiche das mal eben. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffern. Okay, ich will Dings. Ich will, hier, das will ich anlegen. Das mit dem, das ist ja mega. Das ist ja geil. Hey, okay. Gib her. Danke. Das ist ja mega, das ist echt geil. Definitiv ist das eine gute Hose. War doch, glaube ich, eine Hose, ne? Oder was so gut? Ich hätte gern auch eine Hose, wenn ich zu wenig Energie habe, dass ich, Gegner eliminiere, dass ich da mehr Energie bekomme. Ich mach Schild. Ich mach Schild. Ja. Ich fühle mich schon besser. Und nächstes Mal nehmen wir wieder ein bisschen Munition, ein bisschen Leben. Und anschließend nehmen wir dann, wieder Salz. Also langsam. So langsam werden wir warm. Aber ich glaube, dass wir auch nicht mehr so lange brauchen bis zum Finale bei Bioshock. Infinite. Ich glaube, so weit entfernt sind wir gar nicht mehr vom großen Finale. Aber, das, aber die DLCs kommen ja auch noch. Oh. Warte mal eben, ich will mal was ausprobieren. Boah, das ist ja mega. Alter, das mit dem Wasser ist mega. Ja gut, Wasser können sie, ne? Wasser können sie. Das Einzige, was ich immer bei Bioshock immer so habe, also so als Gefühl, weil man ja immer so nach unten guckt, Leichen durchsuchen und tralala und so, ich habe bei Bioshock immer das Gefühl, ob das beim ersten war oder beim zweiten war oder jetzt hier beim dritten, ich habe immer das Gefühl, zu 70% gucke ich immer nur auf den Boden, weil ich Leichen durchsuche. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht bei den Bioshock-Spielen, aber mir geht das immer so. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist. Prophetie. Aber, ja. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Nein, man kann nicht in die Zukunft sehen. Ich habe mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war da kommen doch welche, oder? Nur noch viel größer. Und ja, es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Komm hier lang. Da kommen welche.
Uah, Alter. Uah, uah, uah. Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter. Uah, uah. Elizabeth. Wo ist denn hier der... Wo sind die anderen? Ach, da. Ich bin tot. Ja, vielleicht nicht jetzt, vielleicht später. Aber im Gegensatz zu dir kann ich laden. So. Ja. Ich glaube, wir müssen mit der Bahn wieder fahren. Hier ein Schloss. Das dürfte schnell gehen. Oh Gott. Willkommen zu Emporia. Guck mal, die beiden sind schon wieder da hinten. Sieht zumindest danach aus. Ja, das sind die. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Wer denn? Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Ach, hör auf. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Die existieren bestimmt gar nicht, genauso wenig wie die Stadt. Gehabt haben sein. Pass mal auf. Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Ja. Was denn? Denke ich auch gerade. Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Ja. Ich glaube nämlich, dass das hier alles gar nicht existiert. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Geister sind, die beiden Geistererscheinungen, und ich glaube, dass wir gar nicht niemals auf diesen Stuhl uns gesetzt haben am Anfang des Spiels. Und dass wir alles einfach nur irgendwie einen bösen Traum erleben oder so. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was uns erwartet. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt direkt zu Comstock kommen. Spross des Propheten wird der Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen. Und die weltliche Gebirge in Flammen. Ja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Nur mal gucken. Ah, ja. So, ich wollte mal eben wechseln. So. Salze könnte ich echt gut gebrauchen, ne? Gerade voll wenig. Warte mal. Erstmal Geld aufnehmen. Weniger Rückstoß. Ah, jetzt haben wir hier die Dings wieder, ne? Warte mal, wir haben jetzt gerade die... Burstgun haben wir nicht. Wir haben das Repetitiergewehr, ne? Verringert den Rückstoß. Aber wir wollen ja eigentlich auch sparen, ne? Was haben wir hier Schönes? Ladung. Wir kaufen jetzt erstmal die Ladung, dann haben wir die. Und Ladungshilfe können wir uns jetzt leisten. Nein, können wir nicht. Warten wir noch ein bisschen mit. Aber wir haben Ladung. Was kann denn die Ladung? Ach krass. Drücke L2, um einen Gegner anzugreifen und zu schädigen. Halte L2 gedrückt und lasse die Taste wieder los, um Angriffe zu verstärken. Du kannst nur Gegner angreifen, die du erreichen kannst. Na, gleich direkt mal ausprobieren. Wenn wir schon einmal hier sind, können wir direkt mal testen. Wie gesagt, Salz haben wir nicht mehr so viele. Mehr Geld. Jeden Brillenträger. Den Rest Danke. Zusammen. So. Oh, ein Buchsophon. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere.
Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihnen das Messer halten. So. Gucken wir mal. Danke, Elisabeth. Oh, Silver Eagle. Sehr schön. So, was haben wir hier Schönes? Schränke über Schränke und Salz. Sauber. Ein Flinte, die wir mal eiskalt schälen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Flinten. Was ist das denn? Was war das denn? Achso, hier unser Dings ist das. Ich bin nicht so der Flintenfreund, auch in Multiplayer-Shootern, muss ich sagen. Na komm, hoch das Bein. Ein reiches Mädchen tanzt ebenso gut wie ein Arme. Ich will erstmal hier laden. Wo müssen wir lang? Da lang. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Bin wie gesagt nicht so ein großer Schrotflintenfreund. Ich mag zwar auch mal Schrotflinten spielen und so ein Tralala, aber... Bitte sehr. Also in Singleplayern spielen eher ja, aber... Da war doch gerade einer. Wenn du einen Gegner... Achso, wenn du das siehst beim Gegner. Achso, jetzt weiß ich auch, wie der Move da geht. Ich hab das nämlich vergessen. So, warte mal. Gehen wir uns erstmal holen. Silver Eagle. Und wir haben hier... Achso, Schadenwurzel und so. Nein, ich brauche... Jetzt habe ich gerade... Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Gesundheit. Hey, cool. Danke. Ich auch. Hier liegt auf dem Tisch jede Menge. Gesundheit. Plus Salz. Ja. Minus Salz. Gesundheit. Okay. Nehmen wir alles mit. Ah, komm an. So, neuer Hut. Schubkontrolle. Verbessert Schub- und Bremskontrolle an Skylines. Ja, nehme ich nur mit. Wir nutzen jetzt nicht so viel die Skyline. Ne, muss man ja sagen. Können wir gleich mal direkt mit der Gesundheit wieder ausgleichen, denn... So, Salze voll. Was liegt hier? Silver Eagle. Silver Eagle in der Kasse. Sehr schön. So langsam... häufen sich unser Vorrat an Kohle und wir können den verbesserten Schub dann holen. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nö. Aber wie cool das Spiel immer noch. Was? Nimm was? Nimm, halte, was? Wo ist denn denn hier. Ich dachte schon, wo ist denn eine Schrotflinte hier? Bin ich blind? Brauche ich eine Brille? Ich glaube manchmal ja. So, wir müssen oben hin. Oben haben wir schon gesehen, da wartet schon jemand auf uns. Ich glaube, ich werde mal eben den hier aktivieren. Los! In Ordnung. Der erledigt da ein bisschen was für uns. Okay. Gucken wir mal. Na? Wow, Alter, wie geil. Okay, machen wir anders. Machen wir so. Boah, was ist das denn für einer? Alter! Danke! Wie immun? Willst du mich verarschen? Ich glaube, das hat sich soeben gerade erledigt mit dem Typen. Der hat sich gerade selbst in die Luft gejagt. Okay, das mit dem Schub habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber ist ganz cool. Da haben wir das direkt mal ausprobiert.
Ah, ist noch ein Automat. Guck mal einen an. So. Nein, ich wollte Geld mitnehmen. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Danke, Elisabeth. Gut. So. Da liegen noch Silver Eagle. Die nehmen wir alle noch mit. Portemonnaie auch. Daily Docs. Ja. Oh Gott. Ich habe eine schlimme Befürchtung. Dass es nicht einfacher wird. Ich würde aber gerne mal wieder wechseln auf unsere Dings hier. Unsere Krake und den Teufel. Ist das immer noch am geilsten irgendwie. Ja, geht mal her. Ich habe keine Zeit. Leider alles. Ist nicht schlimm. Öffne ihn. In Ordnung. Wow, Alter. Wow, lass mich. Lass mich. Danke. Wo ist er denn? Alter Schwede. Danke! Das war's. So, sehr schön. Wo ist der... Wo sind die Typen? Sollte ein bisschen aufpassen. Boah, wie viele hier sind gerade... Wow, guck mal, da kommt jemand. Hallo? Hallo, ich sehe nichts. Auf damit. Aua, lass das. Danke. Alter, was hier abgeht. Danke, Elisabeth. Das ist nett von dir. Das finde ich echt super. Ich lass dich ausbluten. Schön. Hat der Mama immer noch nicht Beten beigebracht oder was? Hier für euch. Alter, hör auf damit. Hör auf damit. Guck mal, da oben. Da hinten laufen sie. Boah, ich treffe den gar nicht. Hallo? Ein Fläschchen Salze, danke. Hättest du mir auch geben können. Hättest du nicht werfen brauchen. Oh nein. Jetzt kommt der auch noch. Fireman. Was, Gatling Gun? Oh geil, die will ich haben. Danke, die brauche ich mal eben. Wo ist er denn? Ach, die killen sich selber. Ach, krass. Hier ist doch noch einer. Komm her, ich bin bereit. Wo bist du? Es gibt kein Entkommen. Da hinten ist er. Das war's. Ich glaube, das war's. So, wo ist meine Waffe hier, ne? Boah. Alter Schwede. Das wird... Immer schwerer, habe ich das Gefühl. Oh, warte mal, hier liegen noch... Lache ich nicht gerade noch irgendwas? Ach nee, es funkelte da nur die Ritze. Er hat Ritze gesagt, einfach so. So,